merkwürdige Geräusche beim Entsperren der Konsole, zoomen oder ein verlorenes Joy-Con wiederfinden. Wir präsentieren euch 10 Funktionen, die euch das Leben mit eurer Nintendo Switch erleichtern. Die Nintendo Switch ist eine tolle Spielkonsole und vollkommen zu Recht überaus beliebt. Allerdings verstecken sich einige nützliche Funktionen in der etwas unhandlichen Systemsoftware. Wir helfen euch weiter und verraten euch 10 praktische Tricks, die das Leben mit der Switch noch einen Hauch besser machen. Erstens, herausfinden, in welches Spiel ihr am meisten Zeit investiert habt. Wechselt dazu zurück in den Home-Bildschirm, scrollt dann nach rechts und klickt auf alle Software. Drückt jetzt die R-Taste und wählt dann längste Gesamtspielzeit aus und schon sortiert euer System die Spiele nach der Zeit, die ihr in sie investiert habt. Zweitens, verlorene Joy-Cons finden. Wechselt auch hier zurück in den Home-Bildschirm, wählt dann unten das grau markierte Controller-Menü aus, klickt hier auf Controller suchen und im Anschluss könnt ihr die aktiven Joy-Cons auswählen und so deren Vibrationsfunktion aktivieren. Hört genau hin, ihr werdet dann rausfinden, wo sich euer Controller versteckt. Den Sperrbildschirm mit witzigen Geräuschen entfernen. Die meisten entsperren ja ihre Konsole mit Hilfe der A- oder B-Taste, aber vielleicht probiert ihr auch einfach mal ein paar andere Tasten aus. Vielleicht ZR oder ZL oder gar die Buttons auf den Analogsticks. Hört einfach mal, was da für lustige Geräusche dabei zustande kommen. Viertens, zoomen. Wechselt für diese versteckte Funktion vom Home-Menü in die Systemeinstellungen, scrollt dann nach unten auf Konsole und klickt euch dann nach unten bis zum Zoom durch. Aktiviert dieses Feature und so könnt ihr künftig mit einem schnellen zweifachen Druck auf die Home-Taste ins Bild hineinzoomen. Fünftens, den Nachtmodus aktivieren. Wechselt dazu zunächst in den Home-Bildschirm und wählt unten die Option Systemeinstellungen aus, scrollt dann weiter runter auf Designs und dort auf schlicht schwarz. Die Hintergrundfarbe des Home-Bildschirms wechselt jetzt auf schwarz. Das erleichtert natürlich auch die Navigation gerade im Dunkeln und blendet euch vor allem dann nicht mehr so, wenn um euch herum tiefe Nacht ist. Sechstens, legt mehrere Profile an, um zusätzliche Speicherslots zu aktivieren. Wechselt dazu vom Home-Bildschirm in die Systemeinstellungen, scrollt anschließend runter auf Nutzer und in diesem Menüpunkt könnt ihr nun die Reihenfolge der verfügbaren Nutzer verändern oder einen neuen hinzufügen oder sogar importieren. Klickt im nächsten Bildschirm auf neuen Nutzer erstellen und folgt im Anschluss den Bildschirmanweisungen. Schon geschafft! Siebtens, archivieren statt löschen. Möchtet ihr ein bisschen Speicherplatz freischaufeln, dann löscht die Spiele nicht, sondern archiviert sie einfach. Klickt das Spiel an, das ihr archivieren möchtet, wechselt dann auf Datenverwaltung und wählt dort Software archivieren aus. Nach dem Archivieren bleibt von dem Spiel im Home-Menü noch das Menü übrig. Wollt ihr es jetzt wieder zocken, müsst ihr es zwar neu herunterladen, aber müsst euch nicht in Nintendos Online-Diensten durchwurschteln. Achtens, Speicherdaten in die Cloud hochladen. Klickt zu diesem Zweck im Home-Bildschirm auf das Spiel, dessen Speicherdaten ihr in die Cloud hochladen möchtet, klickt dann auf Speicherdaten Cloud und wählt euer aktives Profil für das Backup aus. Und natürlich müsst ihr nicht die Daten für jedes einzelne Spiel hochladen. In Systemeinstellungen könnt ihr beim Unterpunkt Datenverwaltung auch alle Speicherdaten automatisch hochladen lassen. Neuntens, Akkuleistung sparen. Im Handheld-Modus ziehen aufwendige Spiele schnell die Akkuleistung ab. Wir empfehlen deshalb stets, eine Powerbank mit einzupacken, wenn ihr auf längere Exkursionen geht. Dadurch verlängert ihr die Nutzungsdauer spürbar. Aber ihr könnt auch durch ein paar Kniffe ein wenig Akkuleistung sparen und wechselt dafür in den Home-Bildschirm und springt von dort in die Systemeinstellungen. Scrollt runter und klickt auf Flugzeugmodus und schaltet diesen jetzt ein und schon spart ihr im Handheld-Modus ein wenig Akkuleistung. Zehntens, so gelangt ihr in die Power-Optionen. Wo wir gerade beim Thema Akkuleistung waren, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal eure Nintendo Switch komplett ausgeschaltet? Wir verraten euch, wie das geht. Haltet den Power-Button 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, ehe das Fenster mit den Power-Optionen erscheint. Klickt jetzt auf den Menüpunkt Power-Optionen und wählt dann Ausschalten aus. In diesem Menü könnt ihr eure Konsole auch neu starten, falls beispielsweise mal ein Spiel abstürzt oder ein anderes Problem auftritt. Ja, und das war's dann auch schon mit unseren Tipps hier zur Nintendo Switch. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer Konsole und wenn ihr weitere Infos braucht, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und hat euch das Video gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal hier bei GamesCH. Vielen Dank und tschüss.